SLC. Nee, hoppla, falsches Foto. Hm. So, schon besser. Die zwei leistungsstärksten Golden Gate Karten sind mit 486 SLC oder 486 SLC2 Prozessoren ausgestattet. Aber was bedeutet nun dieses SLC? Im Grunde ist es ein kleiner Etikettenschwindel. Der 486 SLC war der erste vollwertige Hauptprozessor des Herstellers Cyrix und sollte den damaligen Intel-Prozessoren i386SX und i486SX Konkurrenz bieten. Dabei handelt es sich jedoch nur um einen 386er auf Steroiden. Der SLC hat zwar interne Eigenschaften eines 486ers, etwa einen abgespeckten 486er Befehlssatz, wird aber durch seine PIN-Kompatibilität zum 386er gebremst. Statt 32 ist der Datenbus so nur 16-Bit breit und der physikalische Adressraum beschränkt sich somit auf 16 MB. Im Vergleich zu einem echten 386 SX ist ein 486 SLC zwar deutlich schneller, reicht aber bei weitem nicht an die Leistung eines echten 486 SX heran. Ein echter 486er hat 8 KB Level 1 Cache, der SLC hat nur 1 KB und ein 386er hat gar keinen Level 1 Cache. In diesem Zusammenhang muss ich mich auch korrigieren. In der vorherigen Folge sagte ich, dass man die 486 SLC und SLC 2 Golden Gates mit 487er FPUs aufrüsten könne. Es war Käse. Auch bei den SLC Modellen heißt die korrekte FPU 387. Durch das identische Pinout eignen sich SLC Prozessoren vorzüglich als Upgrade CPUs. 386er raus, 486 SLC rein oder 486 SLC drüber stülpen und schon rennt die Kiste schneller. Schaut euch hierzu mal Folge 20 der Yesterchips an. Der gute Blind German hat mit so einer Upgrade-CPU eine A2386 Brückenkarte von Commodore quasi in eine A2486 transformiert. Die schnellste mir bekannte klassische Brückenkarte. Dies ist sogar noch etwas schneller als die Golden Gate 486 SLC 2. Puristen deklarieren also mit einem gewissen Recht die SLC-Prozessoren als Mogelpackungen. Zur Amiga-Seite, quasi das Host-System für die Golden Gate, gibt es noch ein paar Takte zu sagen. In der letzten Folge führte ich an, dass ich die Feststellung gemacht habe, dass die Datencaches beim Starten der Emulation automatisch abgeschaltet würden. Dies ist zutreffend bei Prozessoren bis zum 68030er. Bei 040er oder 060er Prozessoren geschieht dies jedoch nicht automatisch und muss daher von Hand, beispielsweise in der gezeigten Art und Weise, erledigt werden. Dann noch das Thema mit dem Zwischensockel unter dem 68000er. Dieser Sockel muss eigentlich nur dann installiert werden, wenn man den 68000er auch wirklich nutzt. In meinem Amiga hier arbeitet eine Commodore A2630 Turbokarte, also ein 030er Prozessor. Trotzdem gibt es die Möglichkeit des Fallback-Modus, in dem dann der 68000er zum Einsatz kommt. Also grundsätzlich, es schadet nicht, diesen Sockel einzubauen. Wer aber den 68000er nie im Zusammenhang mit der Golden Gate nutzen möchte, der braucht den Sockel nicht zu installieren. Im Handbuch steht es zwar nicht drin, aber wer ein HD-Diskettenlaufwerk im Amiga betreibt, der kann dieses auch als HD-Laufwerk ins BIOS der Golden Gate einbinden. Und was die Festplatte angeht, so unterlegt diese der alten 504 MB BIOS-Grenze. Also die Festplatte, die man an die Golden Gate anschließt. Diese 504 MB-Grenze kann man knacken, wenn man sogenannte Drive Extender einsetzt. Das ist Software, welche die Verwendung von größeren Platten ermöglicht. Digger! So nennt sich das Programm, mit dem man eigentlich die Golden Gate starten sollte. Prinzipiell macht dieses Programm nichts anderes, als das nicht mit einem Piktogramm versehene Programm GG aufzurufen.
Ich weiß nicht, an was es liegt, aber Digger funktioniert bei mir nicht und so starte ich die Golden Gate grundsätzlich immer mittels GG. Hier haben wir noch die Möglichkeit anzugeben, welche Art Amiga-Arbeitsspeicher für die Emulation verwendet werden soll. Dies spielt eine erhebliche Rolle, wenn man die Grafikausgabe nicht über eine separate ISA-Grafikkarte leitet, sondern auf dem Amiga-Screen emulieren lässt. GG-Chip startet die Emulation im relativ langsamen Chip-RAM des Amiga. Diese und noch andere wertvolle Informationen findet man in der README und im Handbuch. Ja, ich habe die beiden tatsächlich mal gelesen und muss sagen, dass sie lesenswert sind. Es gibt ja noch andere interessante Features der Golden Gate zu entdecken und auch Tipps dazu, wenn das Ding nicht so recht will. Da wäre das Thema der Datei glibconfig. Die Golden Gate muss immer wissen, in welchem Amiga sie steckt, also 2000, 3000 oder 4000. Ob dies korrekt erkannt worden ist, kann man überprüfen, wenn man einen Blick in die Datei glib.cnf, ich nenne sie glibconfig, hineinwirft, welche sich im Devs-Verzeichnis der Systempartition befindet. Notfalls muss man den hier stehenden Wert eben korrigieren und die Datei dann abspeichern. Auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herren, hier mal die Grafikemulation der Golden Gate. Wie bereits gesagt, ist es nicht möglich, den PC in einem Workbench-Fenster laufen zu lassen, so wie es die Commodore Bridgeboards können. Nein, dies erfolgt stets in einem eigenen Screen. Thank you.
Mittels der Tastenkombination linke Amiga-Taste und N kann man auf die Workbench zurückspringen, also Multitasking betreiben, und mit linker Amiga-Taste und M kommt man wieder zurück auf den PC-Screen. Performant ist diese Lösung freilich nicht sonderlich. Nichts geht hier über eine echte Grafikkarte, welche übrigens nicht zwingend eine VGA-Karte sein muss. Es gehen auch ältere ISA-Karten wie etwa EGA, CGA oder monochrome Karten. Und beenden kann man übrigens die ganze PC-Emulation mittels linker und rechter Amiga-Taste und Q. Und damit landen wir auf der Goldmine 2-Diskette. Hierbei handelt es sich um eine MS-DOS-formatierte 720-Kilobyte-Diskette, kann also erst dann zum Einsatz kommen, wenn die Golden Gate eingerichtet ist und mindestens ein entsprechendes Diskettenlaufwerk hat. Auf dieser Diskette finden wir beispielsweise die Programme A2P und P2A, ja, ausgesprochen Amiga to PC und PC to Amiga. Das sind ganz simple Tools, mit deren Hilfe man Dateien von Amiga-Seite zum PC und andersherum transferieren kann. Benutzerfreundlich sind sie allerdings nicht. Vor allem das gänzliche Fehlen von Wildcards, also Platzhaltern, Sternchen, stößt mir persönlich sehr auf. Das macht Commodore mit seinen grobschlächtigen A-Read- und A-Write-Programmen schon besser. Bei meinem Setup hier gehe ich generell nicht den Umweg über die Amiga-Seite, sondern schaufel die Daten direkt auf die Compact-Flash-Karte, welche die Festplatte der Golden Gate darstellt. Mit den Programmen CGA, EGA, MDA, V400 und VGA kann man im laufenden Betrieb die Grafikausgabe wechseln. Dies funktioniert allerdings nur ohne ISA-Grafikkarte im System, also exklusiv im Emulatorbetrieb. Die restlichen Programme sind für Spezialfälle vorgesehen. Das hat was mit Bildwiederholfrequenzen und Synchronisation zu tun, spielt heutzutage weniger eine Rolle und ich möchte ehrlich gesagt darauf jetzt nicht näher eingehen. Die Funktion Invers, ja, die ist noch ganz hübsch. So kann man bei der monochromen Darstellung einfach die Farben umkehren. Ein CD-ROM-Laufwerk, oh ja, das wäre schön. Eine einfache Lösung ist es, wenn man einfach ein CD-ROM-Laufwerk an den internen IDE-Anschluss der Golden Gate anklemmt. Also etwa die Festplatte als Master und das CD-Laufwerk als Slave. Dann noch den CD-Treiber als Device in die ConfigSys und die MSCDX in die AutoExecBUT, wie man das eben so kennt, und fertig. Nun, leider ist es auch die einzig mir bekannte funktionierende Möglichkeit. Es soll aber noch eine andere Möglichkeit geben, die wir von den Commodore Bridgeboards her kennen und welche in den 16. Yesterchips thematisiert wurde. AMI-CDX. Hierbei soll es so sein, dass das CD-Laufwerk ganz normal Teil des Amiga-Systems ist, also irgendwo am Amiga-Bus hängt, also zunächst mal gar nichts mit der Golden Gate selbst zu tun hat. Mittels des Programms AMI-CDX, welches aus dem Amiga-Teil, der in der Startup-Sequence gestartet wird, und dem PC-Teil, der dort wie gewohnt in ConfigSys und AutoExecBUT als CD-ROM-Treiber eingetragen wird, soll er den Zugriff ermöglichen auf das CD-ROM-Laufwerk des Amiga. Also im Prinzip das CD-ROM-Laufwerk vom Amiga wird zum PC durchgereicht. In dem sehr umfangreichen Tutorial von AMI-CDX wird, in einem separaten Passus, die Installation mit einer Golden Gate beschrieben. Extra dafür ist da was eingefügt worden, also das zeigt schon, dass die Golden Gate etwas spezieller sein muss. Tja, bei mir und einigen anderen läuft dann auch alles fehlerfrei durch, soll heißen ohne Fehlermeldung, allerdings ohne Ergebnis. Irgendwann habe ich es dann aufgegeben und mich eben stattdessen für die Lösung extern zugängliche Compact-Flash-Karte als Festplatte entschieden. Damit ist der Datenaustausch mit einem modernen PC auch kein Ding, aber trotzdem, ein CD-ROM-Laufwerk, naja, das wäre schön.
Die Golden Gate kann sich für den Amiga nützlich machen, auch ganz ohne ein PC zu sein. So ist es möglich, einen Teil des auf der Golden Gate installierten Arbeitsspeichers als Zorro Fast RAM dem Amiga zur Verfügung zu stellen. Hierfür sind die Jumper J2 und J3. Sind beide offen, so wird kein Fast RAM bereitgestellt und alles RAM ist für die PC-Seite vorgesehen. Schließt man J2, so werden dem Amiga 2 MB mit zusätzlich angeschlossenem J3 dann insgesamt 4 MB Fast RAM reserviert. Reserviert ist hierbei das Stichwort. Das System prüft nicht, ob die Megabytes tatsächlich vorhanden sind, sondern meldet dem OS einfach nur, dass da ein Raum von 2 oder 4 MB ist. Um den Arbeitsspeicher tatsächlich nutzbringend einzubinden, muss unter der Workbench noch das Programm MoreMem gestartet werden. Natürlich muss man hierbei ein paar Dinge bedenken. Die Menge an so gewonnenem Arbeitsspeicher gehen, im Amiga 2000, von den maximal adressierbaren 8 MB auf dem Zorro 2 Bus ab. Also hier muss man immer die Gesamtrechnung im Blick behalten. Der Arbeitsspeicher, welcher dem Amiga zugeteilt wurde, fehlt dann freilich der PC-Seite. Auch ist diese RAM-Einbindung performancetechnisch eher ein Heuler, weil relativ langsam. Eine andere, gewiss gut gemeinte Idee von Vortex war es, der Golden Gate den Server-Modus zu geben. Hierüber kann die Golden Gate der Amiga-Seite all ihre Laufwerke verfügbar machen. Soll also heißen, dass man ein an den Golden Gate Floppy Controller angeschlossenes PC-HD-Diskettenlaufwerk mit 1,44 MB unter der Workbench erreichen kann. Ferner soll es möglich sein, einen nicht-PC-partitionierten Bereich der PC-Festplatte, also das Ding, was an der Golden Gate angeschlossen ist, als Amiga-Festplatte nutzen zu können, wenn auch nicht bootbar. Ich rede hier absichtlich von sollte und könnte und nun auch von befürchte. Denn ich befürchte, dass diese Serverfunktionalität ganz massiv von der eingesetzten Amiga-Software, also Kickstart und Workbench, abhängig ist. Denn ich habe es schlichtweg nicht hingekriegt. Warum ich darüber nicht sonderlich traurig bin, dazu kommen wir gleich in meiner abschließenden Meinung. Einen dicken Bock hat Vortex jedoch geschossen und wenn mich der gute Retromat nicht darauf hingewiesen hätte, ich wäre darüber hinweggegangen, als wär's nix und dabei ist es wirklich ein dicker Hund. Wenn die PC-Seite etwas zu tun hat, also sagen wir mal, wir geben ihr eine längerfristige Aufgabe, etwas abzuarbeiten, während wir auf Amiga-Seite etwas anderes machen wollen, ja, dann sollte die Aufgabe, die wir der Amiga-Seite stellen, nicht zu kompliziert sein, denn, wie man hier sehen kann, die PC-Seite friert sonst einfach fest. Und das ist eigentlich ein ganz klarer Verstoß, ein Fauxpas, ein Malheur, ein grande Malheur, wenn man sich die grundsätzlichen Eigenschaften eines Bridgeboards ansieht, denn schließlich soll das Ding eine PC-Welt von der Leistung her nahezu unabhängig vom Host-System, also dem Amiga, bieten. Da, ich kann es nicht anders sagen, hat Vortex echt Scheiße gebaut. Welcher Hersteller lieferte denn nun, nachdem wir all dies gesehen haben, die besseren Bridgeboards? Commodore oder Vortex? Rein von der Leistung her, solange man nicht selbst anfängt zu tunen, hat natürlich Vortex das bessere Repertoire geschaffen. Der 486 SL2 mit seinen 50 MHz und vollen 16 MB RAM geht schon richtig gut ab. Auch ist der Onboard-IDE-Controller ein klarer Pluspunkt für Vortex, denn dies ist nun mal die performanteste Lösung, was Massenspeicher angeht, und er spart einen ISA-Slot ein.
Es scheint auch so, als ob die Vortex-Karten einfacher zu handhaben wären, vom Standpunkt des einfachen Anwenders aus gesehen, aber genau hier kommen die Schwächen der Golden Gates ans Tageslicht. Es sind Dieven. Nein, es sind wahre Zicken. Ich bin im Rahmen der Vorbereitungen zu diesen Folgen und auch zuvor schon auf eine Menge kleiner und großer Ungereimtheiten gestoßen, auf welche ich bis heute keine Erklärung habe und welche den Betrieb der Golden Gate oder zumindest Teile davon verhindern. Nehmen wir mal AmiCDX. Ich hätte es wirklich gerne ans Laufen gekriegt, denn das Amiga 2000 Gehäuse bietet nur mal nur Platz für ein 5,25 Zoll Gerät. Meine Bemühungen endeten aber in derselben festgefahrenen Situation wie die Anstrengungen zum Thema Serverbetrieb. Es scheint augenscheinlich alles zu funktionieren, keine Fehlermeldung, aber leider ohne Ergebnis. Andere Features hingegen wirken, für mich zumindest, aus der Zeit gefallen. Gewiss, in der Anfangszeit des Amiga 2000, also 1987, da wäre eine Karte, die FastRAM-Arbeitsspeicher, HD-Disketten-Controller, Schnittstellen und sogar eine Festplattenpartition auf sich vereint und dann ganz nebenbei auch noch einen PC beheimatet, gewiss die Sensation gewesen. Damals waren Festplatten doch nicht selbstverständlich und man hätte sich gefreut, seinen Amiga zwar von Diskette booten zu müssen, dann aber auf die flotte Festplatte zugreifen zu können. Allerdings erschienen die Golden Gates in den Jahren 1992, 93 und 94. Wer da einen Amiga 2000 im Einsatz hatte, der hatte gewiss bereits geschicktere Lösungen in Sachen Festplatte und Arbeitsspeicher gefunden. Von Amiga 3000 und 4000 muss man da gar nicht erst sprechen. Aber so erging es vielen Hardwareherstellern in diesen Zeiten. Letztlich erlag ja sogar Commodore dem Schicksal, die richtige Hardware zum falschen Zeitpunkt zu liefern. Oder war es doch andersrum? Aufgrund ihrer Seltenheit und, damit einhergehend, ihrem geringen Bekanntheitsgrad, findet man heute viel weniger Leute, die einem bei etwaigen Problemen helfen können. Gegenüber den Vortex-Karten sind die Commodore Bridgeboards regelrechte bunte Hunde. Wenn's läuft, dann läuft's und never touch a running system sind in diesem Zusammenhang nicht nur gut gemeinte Ratschläge, sondern stets auch ein Wink mit einem ganzen Lattenzaun. Denn wenn die Golden Gate einmal ordentlich funktioniert, dann tust du verdammt gut daran, an deinem gesamten Setup nichts mehr zu verändern. Es läuft also darauf hinaus, dass die Wahl des Bridgeboards, wie so oft, Geschmackssache ist. Wenn es aber euer Ziel sein sollte, die absolute Rennsau unter den klassischen Brückenkarten, jetzt fange ich schon an, Brückenkarten mit den Bridgeboards. Wenn ihr das also haben wollt, dann schaut mal in die Folge 20 der Yesterchips. Und wer eine Herztransplantation auf Bridgeboard-Basis mal live sehen möchte, auf der Frühjahrs-Retropulsiv 2018 in Augsburg, da habe ich vor, aus meiner Commodore A2386 eine A2486 machen zu lassen. Und bis dahin dann, vielleicht sieht man sich ja. Adele, ciao und bye bye, euer Mick.